Oh, einfach mal ein bisschen Chemie zusammen. Was möchtest du denn drauf haben? Nix, hier. Oh, hier noch ein Pulverchen, zack. Was möchtest du denn drauf haben? Dich kenne ich doch. Du möchtest grün drauf haben. Bitte sehr, alles klar. Jetzt wird es mal einmal richtig stressig hier im Laden. Was möchtest du denn drauf haben? Nix hier, bitte. Was möchtest du drauf haben? Bitte. Ja, wenn das nicht perfekt ist, weiß ich auch nicht, ne? Möchtest du was drauf haben? Also warum das hier steht, weiß man auch nicht. Dafür, dass du dann einen hast, wo du das mal machen musst. Na, 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 na. Na, na, na. So, wie schaut's aus? Haben wir gewonnen oder kommt noch einer? 300 verdient. Oh. Oh. Ist aber. Das können wir aber gut gebrauchen. So, was gibt's zu essen? Arbeiten. Komm, wir gehen arbeiten. Wir müssen ja auch mal ein paar Punkte machen, ne? Freu dich darüber, dass noch so einfach ist. Später wird es stressig. Ich befürchte es auch, ne? Musst du dann drei Leute steuern? Nicht genug Schlaf. Der immer mit seinem Schlafen. Sollte ich Koffein trinken, weißt du? So, hochladen. Video aufnehmen. Du musst jetzt mal richtig nachholen, Mädchen. Nimm mal ein anderes Rezept hier, nimm mal das. Da machst du mal eine schöne Rezepterklärung für mit einem Kochmesser in der Mikrowelle. Nein, aber du musst mehrere mitnehmen, dass die dir zuarbeiten. Ach du Scheiße. Das ist doch ein, was ist denn schon wieder? Ach so. So. Nicht die Kamera umlaufen. Ach, das ist doch teuer. Ist voll durch die Kamera gelatscht. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? So unter uns Profis. Wenn ich hier so ein Objekt hinstelle, ne? Dann muss ich doch dafür sorgen, dass die Wege immer drum rumlaufen. Ich würde auf sowas achten. Aber wer bin ich schon? Aber das ist jetzt auch noch Unterschiede in den, ne, selbe Zeit, unterschiedlich Geld. Ich meine, wer macht denn dann da? So. Lade ein Rezept hoch. Na komm, wir können ja mal eins machen. Was haben wir denn noch da? Aber wir haben viel mit Fleisch da, ne? Dann machen wir hier eine Rinderlende mit Weizen, Hühnerei-Kondensmilch. Geht nicht, geht nicht. Mit Hühnerei geht, ne? Ich weiß nicht, was da rauskommt. Rinderlenden, Weizen, Ei. Aber was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Das lade ein Rezept hoch. Was wollen die jetzt von mir? Lade ein Rezept hoch. Ja, würde ich ja gerne machen. Ich habe doch ein Rezept jetzt erstellt.
Oder soll ich jetzt ein Video erstellen? Oder was wollen die jetzt von mir? Kann ich Rezepte hochladen? Nein. Ich kann ein neues Video machen. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich habe da keine Ahnung von. So, mal 2. Ja, dann fangen wir doch hiermit schon mal an. Haben wir gleich mal 6 Punkte. Halbe Miete schon mal drin. Plus 1 mal 2. Völlig egal, was ich nehme, ne? Dann nehmen wir die. Mal 2. Dann bietet sich der ja an. Dann hatten wir den nämlich auch voll. Plus 2. Da können wir ja nehmen, was wir wollen, außer die hier, ne? Da können wir gar nichts nehmen. Das ist. Komm, dann nehmen wir den hier. Das ist eine richtig miese Karte. Dann wissen wir, wenig Energie und die können wir eh nicht gebrauchen. Jetzt können wir hier irgendwas machen. Da haben wir aber auch nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Da hätten wir nur diese Karte hier. Weißt du was? Das lassen wir auch mal ganz einfach links liegen. Dann haben wir eine Nullkarte. Dann haben wir schon mal 2 Karten, die wir wissen, die wir definitiv nicht nutzen. Mal 2 oder plus 4. Ja, die wäre vielleicht noch gegangen. Das wären 6 Punkte gewesen. Plus 4. Wir nehmen die Moderationsstrafe auf uns. Plus 1. Wir nehmen die Moderationsstrafe auf uns. Ist mir egal. Langsam werde ich da ignorant. Ja, die passt. Die nehmen wir auch nochmal mit. Mal gucken. Da ich auch bis jetzt noch nicht gesehen habe, wo es da Verbindungsprobleme gibt, weißt du, glaube ich, werde ich da jetzt mal ein bisschen lockerer. So, hochladen. Wir wechseln, glaube ich, bald mal die Wohnung, ne? So, die bringt Punkte, die bringt Punkte, die bringt Punkte. Das sind die beiden Moderationsstrafenkarten. Die passt, die passt. Haben wir unten irgendwas, was sich spreizt? Die hier geht. Die hier geht, alles klar. So, 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 so. Ändern. Akzeptieren. Ja, geh pennen, komm. Um die 50 haben wir. Wobei, Geld kommt auch echt nicht rein. War ich als Let's Player nicht erfolgreicher? Wobei das natürlich Quatsch ist, weil ich glaube, als Koch-YouTuber machst du viel mehr Punkte auf YouTube. Ich finde das ein bisschen verwirrend, dass mein Mitarbeiter neben meinem Bett steht. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Verwirrt mich ein bisschen. Dann soll er mal ein bisschen was lernen. Ne? Macht ja Sinn. Also ich habe nur Big Tummy Burger, ne? Fleischessertag, oder? Machen wir aber was. Fleischessertag. Machen wir schöne Grillhähnchen, das haben wir noch nicht. Und wir nehmen mal ein Erfrischungsgetränk dazu. Komm. Das habe ich noch nie gemacht, da müssen wir mal gucken, wie das richtig funktioniert. So,
Twitter ist, wir hauen mal eine Nachricht raus. Können ja mal chatten. Ob Gronkh auch mit seinen Followern chattet? Ich weiß es nicht. Ist jetzt jemand? Ach, guck. So, ich kann jetzt nicht hier hin, ne? Dann gehe ich arbeiten. Was Kleines. Hier, sowas. Aber ich will ja auch noch lernen, weißt du? Ja, komm, Kurs fortsetzen. Brauchst du gar nicht, weil wir haben ja schon wieder Event. Ist ja schon wieder 2 Tage rum, weißt du? Warte. Video aufnehmen. Du machst mal was Schönes. Hier, kannst du mal was machen. Da haben wir Rezept gemacht, dann kannst du ja jetzt einen Kochtipp geben. Und zwar mit Messern und Mikrowelle. Kannst meinen Rechner nehmen, ich gehe mal arbeiten, ja? Einer muss ja hier das Geld verdienen. Ja, du kannst so zum Event gehen. Hast dich ja seitdem nicht mehr umgezogen. Boah. Aber so ein Tag ist aber auch schnell rum in dem Spiel, ne? Das ist ja unglaublich. So, halte Getränkeautomaten gedrückt, um Getränke auszuschenken. Gedrückt halten? Alles klar, warte, ich mach mal eben. Du möchtest nur einen Huhn haben, bitte sehr. Ist halt die Frage, essen die alle oder nur Getränke oder, ne? Du möchtest was haben? Ein Huhn, bitte sehr. Hier ist ein schöner Schenkel, mein Freund. Ja, da hätte ich jetzt aber auch Hunger drauf. So einen schönen, saftigen Hühnerfuß. Du möchtest das dazu haben, bitte sehr. Und was möchtest du? Du willst nur einen Hühnerschenkel haben. Ja, den gibt's sofort. Zügigst. Was möchtest du haben? Ein Getränk. Alles klar, Christe. Gut, dann schmeißt das halt weg, ne? Gibt's dafür Ärger? Das ist die Frage. Aber wenn das nur die Unterbrechung durch Getränk ist, dann lassen wir das einfach. Macht ja keinen Sinn. Dann haben wir das jetzt einmal gehabt. Toll, super, weißt du? Und, kommt noch einer? Wobei, wir haben 7. Ich glaube nicht, ne? Ne. 187. Hm. Warum habe ich beim letzten Mal 300 gekriegt? Ist das hier wegen der Kosten? Könnte sein, ne? Dann setzen wir mal den Kurs fort. Tonbearbeitung. Ja, muss ich auch machen. Damit sich das nicht immer so krumpelig anhört. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie gerne ich Jasmin-Tee trinke? Der ist so lecker. So, wenn du fertig bist, kannst du ins Bett gehen. Ist ja schon wieder müde. Ganz entspanntes Let's Play heute, wa? Ich muss aber auch wirklich mega schlecht heute Nacht geschlafen haben.
fühle mich wirklich wie von einer Dampfwalze überrollt. Ich weiß nicht warum. Schön im Bett gelegen, weißt du, sonst passiert es mir ja mal, dass ich auf Couch liege oder so. Dann kann das ja schon mal passieren, ne, wenn du dann da aufwachst, aber so. Ja, Brünnle ist gerade fertig geworden. Das ist ja heute mal ein Timing, wa? Ich komme aber nicht dran, ne? Los, Brünnle, nimm auf. So wie du das noch nie aufgenommen hast. So. Machen wir heute Party? Ja, ja, wir haben ja Zeit. Warum denn nicht, ne? Was haben wir denn? Heute sportlich gelb. Alles klar. Hier habe ich schon mal nix. Hier habe ich auch nix. Sportlich. Das gilt nicht als gelb, ne? Ich habe kein Gelb. Ich habe... Aber das ist doch albern. Wie viel Klamotten muss ich denn hier besitzen? Wie viele Farben gibt es? Ja? Alles aus sportlich und Co. Das ist doch seltsam. Ja, warte doch mal den Druck an. Mach nicht so eine Hektik. Gut, ich würde das Geld natürlich lieber in Technik stecken als in Mode. Lass uns erstmal klären, ob ich das hier mal gewinnen kann. Ja, ja. Möchtest du ein Date mit mir? Ja, laber nicht so lange mit der, das hat keinen Sinn. Was willst du? Machen wir. Schick's mir zu. Wer bist du? Ja, ja. Mhm. Elektrolex. Macht ihr Elektrogeräte? Genau, sowas möchte ich haben. Schön Party, weißt du? Und die Leute gleich, yeah, Pandemiefussel. Komm, wir reden mal über das Kochen. Wer bist du überhaupt? Scarlett, Freundin. Gib dir mal ein Geschenk. Sind das hier eigentlich wirklich exklusive Dinge oder ist das einfach nur verbilligt oder? Ich habe ja nicht die richtigen Klamotten an. Ich schätze mal, dass das einem Date natürlich im Weg steht, ne? Was ist denn, wenn ich mit dir flirte? Kann ich ja auch Männer anflirten? Das ist ja immer die Frage. Nein, na, hör mal, ich bin ja Fussel, hä? Wollen wir mal so knickknack, wählen sie dich? Anscheinend nicht. Ja, komm, dann reden wir. So viele Fragen, weißt du? Komm, wir tanzen noch einmal, dann gehen wir nach Hause. Ich will auch keine anderen Leute kennenlernen. Die sind alle nervig. Vor allem weiß ich ja, dann lernst du die kennen, dann kümmerst du dich drum und wenn du sie dann einstellen willst, sind die immer ein Level höher, als du einstellen kannst. So, dann nehmen wir mal ein Video auf hier. Das muss ja neu sein, ne? Kocherklärvideo mit Molekularbiologie in der Mikrowelle. Workstation 2, ja gut, nehmen wir eine Workstation 2 auf, was soll's. Weißt du, von der Party nach Hause, völlig verkatert, nochmal schön ein Video aufnehmen, so muss das sein. Was nehmen wir hier, plus 2, da haben wir schon mal ein paar Punkte drin. So, das bietet sich ja regelrecht an hier, ne? Ja, nehmen wir. Plus 4,
Minus 3, ja, dann würde ich doch den nehmen. Da haben wir gar nichts von, ne? Hier könnten wir eine Moderationsstrafe in Kauf nehmen. Brauchen wir nicht 2. Nehmen wir den. Mal 2. Ja, komm, die nehme ich in Kauf. Einfach machen, weißt du? Ich glaube, jetzt schwenke ich um langsam. Mal 2, das sind 8 Punkte. Oh, komm. Aber wenn ich schon zahlen muss, dann zahle ich richtig. Ich glaube, so langsam können wir nämlich Geld damit verdienen. Ja, komm, nehmen wir die Karte doch. Was soll das denn? Geht ja anscheinend nicht anders. Das Spiel ist ja darauf ausgelegt, weißt du? Mal 2. Ja, komm, nehmen wir die. Das gleicht das hier ein bisschen aus, das geht. Haben wir richtig schöne, fette Karten drin. Nehmen wir die. Oh, jetzt haben wir schon 10 zur Auswahl. Toll. Mal 2 plus 2. Ja, hier machen wir aber diesmal richtig, ne? Auf Unterhaltung. Wir müssen den Rechner, glaube ich, mal aufrüsten. Was ist? Mach weiter. Was ist denn jetzt wieder los? Also hier kann ich wieder nichts machen. Weiß hier irgendjemand, was los ist? Was denn für ein Video hochgeladen? Ach, der rendert hier noch? Oh Gottchen. Aber der hat doch die ganze Zeit da unten gearbeitet. Ja, das mit dem Wechseln ist auch ein bisschen bescheuert, ehrlich. Das ist, sehr, sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Na gut. Machen wir das so? Ist mal ganz anders. Ja, komm. Mal gucken, welche Auswirkungen das hat. Ach, der hat hier nicht genug Renderenergie. Alles klar. Was man sich hier alles kümmern muss. Wenn wir jetzt umziehen, dann machen wir einfach neu. So, wenigstens haben wir Geld verdient. So, Level 16. Alles klar. Neue Karten. Charisma-Punkte müssten wir ja mehr als genug haben erstmal. Wir kaufen jetzt alle Karten durch, weil mich ab sofort nicht interessiert, ob es da eine Urheberrechtsverletzung gibt oder nicht. So. Du musst ja eh wieder ins Bett, dann gehen wir nach unten. Du könntest eigentlich mal ein Video aufnehmen. Die Rezepte sind alle nicht mehr interessant, alles klar. Erklärvideo. Das kannst du mal machen und das kannst du mal machen. Nee, geh du ruhig mal in Workstation 1, da ist ja nichts los. Die wird ja nicht mehr benutzt.
In 2 Tagen, Veganer-Tag. Dann nehmen wir noch einen Hamburger, oder? Frühlingsrolle. Wir machen Kartoffeln, ne? Ja, Erfrischungsgetränke lassen wir einfach raus, weil das ist ja egal. Wo rennst du denn jetzt hin? Wolltest du nicht ins Bett? Wenigstens arbeitet hier einer, weißt du? Er ist ja nach ein bisschen Videoschneiden gleich so kaputt. Mein klar, ein Video, was über etliche Tage geht. Kommt bestimmt super an, oder? Ja. Gott. Gut, dann machen wir mal hier Kommentare moderieren. Ich frage mich aber auch, warum der nicht besser wird. Er nimmt an so vielen Kursen teil, er wird aber nicht besser. Das ist aber nicht so geil, oder? Gibt ja nur Negativpunkte, warum? Gib nur einen Daumen runter. Bin ich so schlecht? Ja. Lass mich raten, ich muss wieder kochen, ne? Du lernst aber hoffentlich schon. Oh, da kommt wer. Schnell Kartoffelnhexe. Paprika und Käse, kann das sein? Aber du willst Standard, ne? Alles klar. Perfekt. Auch seht ihr das, wenn ich da über den Kartoffeln hänge? Wie er sich nicht entscheiden kann, ob er eine Hand oder einen Mauszeiger darstellen möchte? Hier, seht ihr das? Dieses Gezittere da? Soll mir nur einer sagen, die werden gute Spiele programmieren. Mit Paprika, alles klar. Was denn? Nicht hektisch werden. Das geht halt, wenn ihr so zusammenkommt. Ne? Oh, da war ich jetzt gerade abgelenkt. Entschuldigung. Aber ist noch perfekt. Na ja, gut, okay. Ich dachte immer, ich muss dieses Minispiel gewinnen, aber anscheinend ja nicht. Perfekt. Es scheint immer nur eine Zutat zu geben und das war's, ne? Na gut, Hauptsache ich verdiene Geld. Nur 140? Naja, schon. Hätte ja mehr sein können. Aber immerhin ist Geld, weißt du? Können wir gebrauchen, um die Miete zu zahlen. So, bereit zur Veröffentlichung? Dann moderieren wir das. Und du müsstest doch lernen, ne? Ja. Sehr gut. Dann gehen wir nach oben.
Wir müssen mal wieder in den Kanal investieren. Und zwar rüsten wir diesen Rechner jetzt auch auf, dann sind wir gleich auf. Dann gucken wir mal, was wir an Geld über haben und dann gucken wir mal, ob wir den unteren Rechner auch mal wieder ein bisschen besser hinkriegen. So,